Nach dem Erfolg im Jahr 2022 und einem ausverkauften Kulturhaus heißt es jetzt in Knittelfeld Let Me Entertain You Volume 2. Das Bezirksjugendblasorchester Knittelfeld begeistert wieder mit moderner Blasmusik. Dazu zählen unter anderem Stücke aus bekannten Filmhits und Musik aus Pop und Rock. Beim bevorstehenden Konzert dürfen sich die Besucher auch über Gesangssolistinnen freuen. Unter anderem Filmmusik wie Beauty and the Beast, How to Train Your Dragon, Drachenzähmen leicht gemacht oder auch die modernen Blasmusikstücke mit Gesangssolisten wie Im Himmel. Wir spielen unter anderem auch das Siegelied vom Eurovision Song Contest 2014 von der Conchita Rise, Like a Phoenix, und natürlich auch Pop and Rock. Wir haben ein ganz tolles und cooles Coldplay Medley vorbereitet. Seit November wird in Register und Gesamtproben am Programm gearbeitet und gefeilt. Das Orchester besteht aus jungen Musikern zwischen 13 und 25 Jahren und ist ein Gemeinschaftsprojekt der Musikschule und des Bezirks Blasmusikverbandes. Dass dieses große Projekt jetzt in Zusammenarbeit mit der Musikschule, die da ganz wesentlich daran beteiligt ist, zustande kommt, freut mich ungemein. Dass sich 70 junge Musikerinnen und Musiker begeistern lassen, da mitzuspielen bei diesem tollen Projekt. Wie gesagt, ich war jetzt schon bei den Proben natürlich dabei. Es ist wirklich jetzt schon so ein toller Sound, den die jungen Musiker da zustande bringen. Das wird ein ganz, ganz tolles Konzert werden. Das junge und dynamische Orchester setzt sich aus derzeitigen und ehemaligen Musikschülern der Musikschule Knittelfeld sowie jungen Musikern aus den neuen Blasorchestern des Blasmusikbezirkes Knittelfeld zusammen.